Ja, Leute, heute sind wir mal nicht im Startbildschirm. Nein, 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 denn wir wollen direkt loslegen. Es geht weiter. Legacy of the Duelist Story Modus. Und wir sind hier gerade bei Yugi gegen Bakura. Und auf dieses Duell freue ich mich wirklich, weil, ja, ich meine, Yugi, Bakura, sehr nett. Also eigentlich spielen wir ja gegen den Bösen. So, Geschichtsdeck natürlich. Wir müssten jetzt theoretisch die Lieblingskarten von Thea, Joey, Yugi und Tristan drin haben. Und natürlich von Yugi selber. Der Stein funktioniert sehr gut in letzter Zeit. Aber ich würde sagen, wir gehen als Zweiter, weil wir mal mehr Karten haben. Ist tendenziell hier wirklich besser. So, Einzelmodus, Runde 1. So, was haben wir? Zieh, 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 zieh. Okay, wir haben die allererst ausgespielteste Monsterkarte im ganzen Spiel. Kegamusha der blauen Flammen. Und er fängt an mit eleganter Wohltäterin. Was hat er abgeworfen? Wie gut geht's ihm gerade? Okay, hier geht's auch nicht so gut. Aber du hast vielleicht Dings am Top-Deck hier. Okay, stark. Zerstöre alle offenen Monster und Typ Fels. Kann relevant werden. Reborn. Ui. Ui, 2000, ne? Ich glaube, das machen wir. Wir gehen direkt rein. Wir gehen direkt rein. Und klauen das gleich. Ich meine, dafür ist wieder gut doch da, oder? So. Und dann fangen wir natürlich noch an mit Magiers Glaubensgleich Set, aber das machen wir gleich erst. Jetzt greifen wir erstmal an. Mal gucken, was haben wir denn da? Oh. Das ist strong. Egal. Wir sind nicht in der schlechtesten Position, muss ich sagen. So, wir setzen jetzt die Karte. Setzen noch die Karte natürlich. Ja, und dann bist du da, mein Lieber. So, wir können uns jetzt Wiedergeburt gleich nehmen oder Topf der Gier. Aufgrund des Duells Management ist... Okay. Ja, das... Ja, was? Nein, ich mach da nicht mein Horn drauf. So, jetzt... Ja, also es geht um ATK hier und wir haben einfach nicht die Kontrolle gerade. Wir müssen die wieder gut holen. Aber die Kack-Joey-Karten spielen. Nein. So schlimm. Oh! Okay, es ist eigentlich egal, ob wir die Kack-Karten spielen. Ja, ich weiß, Leute, ich hätte Blitzeinschlag machen können. Hätte den dunklen Magier werfen können. Hätte den wieder beleben können. Aber ich will Blitzeinschlag noch keepen. Dementsprechend ist das gar nicht mal so schlecht. Der zerfällt. Wir haben einfach die Antikarte des Jahrhunderts, ne? So, dann beschwören wir hier was richtig Schlechtes. Wie viel Defense hat der? Gar nichts. Battleface. Also wir gewinnen bisher mit roher Gewalt, so kann man es, glaube ich, nennen. 700. Angriff. 700, 800, 900. Ja, und dann haben wir sogar Horn. Also wir sind in einer wirklich guten Position. Wir haben zweimal Removal. Breath of Light. Lustig. Ja, es ist ein Hexer. Wenn ich gerade... Was? Nee, da, okay, das... Wir wollen hier nicht, dass er wieder Handkarten klauen. Ich opfer das. Und jetzt ist er weg. Oh, mit Bibber-Effekt. So. Was haben wir da? Thea-Karte. Beide schlecht. Angriffsmodus. Wir spielen jetzt mal Joey weiter. Gehen in die Battleface. Angriff. Der ist Hexer. Der ist gar nicht Dings. Also bisher super in der Pole-Position hier. Aber ich weiß, das Spiel kann einen punishen. Dementsprechend wollen wir ja nicht zu früh uns freuen. Er hat 5 Karten, ne? Okay, fair. Oh, das ist schlecht. Wir können das dunkle Magier rufen. Weiß ich nicht, ob wir das wollen. Oh, Fusion. Minus. Wenn den Flammenschwertkämpfer rufen können, ne? Nee. Masaki fehlt mir. Okay, fair. So, wir gehen in die Battleface. Ich spiele extra noch kein Monster, weil ich Angst habe vor Mirrorfrost oder so. Digga. Dein Ernst? Boah, Gigi, legale Wulti, dein... What? Okay, das ist krass. Ja, da haben wir schon so gut wie gewonnen. Weißt du mal hier, Elegante? Ja, ist voll gut, dass wir kein Monster beschworen haben. Ja, ein bisschen viel Masakis, ne? So, dann können wir nämlich den ja beschwören. Der spielt ja wohl nicht Raigeki oder so, oder? Nein, das spielen nur wir. So, du bist dran. Nein, das spielen nur wir, oder? Ich meine, er hat 6 neue Karten. Oh. Oh. Chill! Junge, was ist denn los mit dir? Ja gut, jetzt habe ich ein bisschen Angst vor den ganzen Setcards. Okay. Jedes Mal, wenn ein Monster auf den Friedhof gelegt wird, für den Gegner 3 Schaden zu. Okay, fair. Stop. Diesmal so nicht. Ach komm. Es ist auch ein bisschen witzlos, ne?
Okay, 300. Die nehmen wir. Was haben wir denn hier? Alles so schlecht. Vor allem, wer hat die Karte? Ey, wenn der Mirrorfrost kommt, ich bin so sauer, Alter. Krieg ich eine Nachspeise? Selber schuld, heißt die im Anime. Finde ich viel geiler, den Namen. So, wir wollen ja für den finalen Schlag gehen. Oh, no way. Es geht durch. Er burnt, ja, egal. Und? Ja! Let's go! Gewonnen! Alter, fühlt er auch. Ja. Ja, der kann sich nicht mehr dran erinnern. Wir alle können sich dran erinnern. Fertig. Benden. So. Panic. Warte mal. Panic war doch, genau. Panic hat Mai angegriffen. Ja, genau. Ja, bla bla, Bakura. Dann kommt Mai. Mai wurde besiegt. Und jetzt Rache. Rache. Ja, so ein Ding ist das. Yugi hier. Doch jetzt auch hier. Versucht hier die Gunst von Mai für sich. Nein, es geht natürlich um Gerechtigkeit. Nein. So. Papier. Wir verlieren. Egal. Wir wollen jetzt weitergehen. Digga. Ist das Zufall? Okay, was haben wir denn? Oh, wir haben Grizzly. Das ist gut. Wir haben aber kein Tributmonster, kein klassisches Tributmonster. Ich weiß ja nicht, was da beschwört. Wir fangen erstmal so an. Wir können mit Grizzly immer noch floaten. Dann bist du erstmal. So, Panic! Panicke mich mal! Ja, jetzt kommt's. Was ist das denn? Ich werde auch overpowered Karten kriegen. Fusion, sehr gut. Das ist so unfair. Warum hat der Zombie-Meister? Hä, das macht gar keinen Sinn. Ich möchte Bones spielen, aber doch nicht Panic. Ja, Digga. Was ist denn hier los? So, Effekt. Ja, ja, möchte ich. So, wir rufen auch eine Mutter. So, greif an. Du darfst angreifen, meine ich. Ja, nochmal Angriff. Ja, Effekt. Ah, Floaten ist was Schönes. So, jetzt nehmen wir die Katapultschildkröte. Bumm. Warum müssen wir denn ein, zwei Anime-Karten? Er spielt schon zwei Karten, die einfach nicht im Anime gespielt wurden. Ach, ein Geier. Das ist natürlich ein Minus. Ja, verdammt. Also. Ja, aber egal, was er ruft, wird er weggemacht direkt. Nee, wir hoffen, dass er den Defense dreht. Der redet an Defense? Ich kenne gar nicht das KI-Verhalten. Okay, er lässt den Angriff. Fair. Ah, er hat das Monster und Defense gespielt. Heilige Elfe. Das ist natürlich super. Dann können wir spielen. Und den könnten wir theoretisch nächstes so Gaia rufen. Wir spielen Drachenmeister, ne? Er kann jetzt wieder nicht sehen, weil der Gegner dran ist. Aber ich glaube, wir spielen Drachenmeister. Das ist das Schloss. Fair. Guck mal. Was? Haha. 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 Haha! Das stärkt irgendwie, ne? Oh, um 200 Punkte. Boah, Drachenflug, das ist jetzt richtig lull. Fusion! Drachenmeister Gaia! Let's go! Ja. Flupp. Und Gaia ist auf dem Drachen. Was auch immer mit dem Pferd passiert ist. Hallo! Und der hier wird auch noch sorgen, dass lustig wird. So. Jetzt gehen wir nämlich hier in die Battle Phase. So. Wir greifen erst mit denen das dann. Das geht durch. Okay. Und dann greifen wir den an. Geht auch durch. Sehr schön. Und dann gehen wir einfach noch Zucker. Ja, wir werden ein paar Lebenspunkte verlieren. Aber I mean, wir sind nicht im Schattenduell oder so. Und da ist das egal. Battle Phase. Das war's. Mehr hast du nicht. Komm, das hätte gerade zu knallig sein. Ich habe immer Angst vor Spiegelkraft oder so. Oh, Drachenhüter, das ist natürlich gut. Gefüger Drache, Festungswache. So, Battleface. Ist ja auf die Nuss. Ja, ich hab's gesagt, dass ich vor der Karte Angst hab. Musste aber nicht ziehen. Ach komm, ey. Warum denn sowas? Warum denn? Ja. Na, warte. Reicht nicht, ne? Ja, das reicht nicht. Haha, lol. Meine Elfe einfach geboostet. Ja, das Schloss machen wir schon platt.
Battle Raids. Sakko. Ah, was spielt er denn? Ja, komm, dann halt nicht. Na, ich will halt eigentlich kein Dunkel. Also die Backrow. Also gefühlt ist Defense besser als Angriff. Hä? Wie? Ich hab ein Problem. Warum? Ach komm! Hallo, du spielst Mirrorfuss? Ach komm! Ach nee! Gar kein Bock hier! Oh mein Gott, der ist noch stärker. Der ist noch stärker. Also Schloss. Ah, die bleiben ja, die Stats. Komplett aus dem Leben genommen. Komplett aus dem Leben genommen. Kombo der jetzt? Nee. Ja, komplett aus dem Leben genommen. Was ist das denn? Abgesehen vom Schloss spielst du keine Karte. Tipp! Spiele defensiv und lass Katapultschügel die ganzen schweren Schaden machen. Diggi! Alter, frech. So, nochmal hier. Das liegt daran, weil wir first gehen mussten. Ganz klar liegt das daran. Es liegt nicht daran, dass der Gegner overpowerte Karten hat. Ist ja immer das Gleiche. Ich glaube, das ist immer noch Zufall, oder? Dass es nicht fehlt, ne? Sonst würde er auch gleich nehmen, oder? Okay, das ist gut. Das ist sehr gut, Hand. So. Also wir müssen damit ja wohl irgendwie mithalten können. So, setzen. Mutter Grizzly anfangen? Es gibt deutlich schlechtere. Also ich meine, wir spielen auch Karten, die wir nicht spielen. Mutter Grizzly zum Beispiel. Aber das ist ja nicht so busted wie Zombie-Meister. Einfach unfair. So, holen wir uns jetzt gerade Bullshit, Leute. Ja, holen wir gerade. Wir spielen auch drei im Deck, ne? So von wegen so, ja, du musst schon die Bricks ziehen auch. Ey, es ist doch eh wieder Dings oder irgendwas. Gar keinen Bock, ey. So, jetzt ziehen wir. Oh, noch. Boah, das ist richtig gut. So, jetzt machen wir nämlich die Verteidigungsposition. Und jetzt snatchen wir. Vielleicht zu früh, aber egal. Snatchen. So, jetzt machen wir nämlich Folgendes. Wir greifen an. Ja, wir sind schlau. Wenn jetzt Sakko liegt. Was ist mit dir? Warum ist das denn so unfair? Ich spiele um alles rumherum. Mirror Force, Spielkraft. Und dann hätte ich die Schildkröte in Angriffsmodus beschwören müssen? Dein Ernst jetzt? Das Spiel trollt einen doch. Ja, besser ist, mein Lieber. Ist das? Ist das? Ich komme nicht drüber. Das seht ihr jetzt schon. Oh, Friedhof. Aber auch keine Angst vor Spielkraft. Von daher können wir zumindest offensiv rein. Angriff. Ach, es ist halt nicht mal lustig. Es ist halt nicht mal lustig. Das Wutbeschwörung? Okay, interessant. Nein. Komm. Oh, brennendes Land. Das ist gut. Wir können gewinnen. Wir machen so. Machen wir auch einen Defense. Dann gehen wir ab. Brennendes Land, ey. 500. Wir können gewinnen. Durch Burn. Okay. Die KI ist wild drauf, auf jeden Fall. Die KI ist sehr wild drauf. Ein 2700 Verteidigungsdude. Kriegst du einen Angriff, um Mutter Grizzly zu zerstören. Hey du, I don't judge, ne? I mean, kann ja jeder machen, wie er will. So, und jetzt, ja, es ist eigentlich dumm,
Eigentlich ist schon wirklich sehr dumm, Dings zu beschwören. Ich dachte, die sind auch in Verteidigung wirklich. Beschwören wir den Angriffsmodus. Und dann gehen wir rein da. Da liegt eh was Starkes von der Verteidigung. Eigentlich ist es dumm anzugreifen, aber wir tun es trotzdem. Noch ein Schloss, natürlich. Digga, was war das? Hälfte des Schadens nur. Es ist nur die Hälfte sogar, ne? Es ist so schlecht. Aber wir machen das mal. Wo geht denn das jetzt? So. Dann machen wir. Das geht, ist once per turn. Okay. Das ist nicht once per turn. Ja, krass. Gerade ist ja voll schlecht. Aber ich hätte gerade voll schon 500. Ich gewinne mit dem Burn-Charn, Leute. Ja, Mauer halt. Mauer. Mauer, so viel du willst. Du hast verloren in ein paar Zügen. Der Magier. Das ist natürlich krass. Da liegt die in der Sacko oder so. Ich brauche mir das Elend halt eigentlich gar nicht antun. Also for real brauche ich mir das Elend nicht antun. Also for real, das Elend brauche ich mir nicht antun. Ich kriege eh noch Schaden. Wir machen jetzt die Burn. Wenn du Assi bist, bin ich auch Assi. So. Möchte ich sagen, ne, aber läuft nicht gut für dich. Lol, er ruft null Defense Monster. Was macht er denn? Okay, dann sind wir. Oh, Fusion. Das machen wir. Wir gehen rein. Auch wenn wir jetzt die Mirror-Person kassieren, ist mir auch egal. Wir machen den und den. Wir spielen um Mirror-Person drumherum, Leute. Wir spielen um Mirror-Person drumherum. Wir beschwören Gaia, nämlich in Defense. Ich gehe mal in die Battlefield. Und greifen den Lachs an. Leute. Ich hab euch! So ein Ding ist das. So, mach halt. 500 Burn. Es sieht nicht gut aus, mein Lieber. Ja, ja, ja. Duell ist bald vorbei. Ey, das ist ihr Sakku. Ey, ich hab gar keinen Bock mehr hier auf das Spiel. Dann machen wir das hier. Das kommt so heiß oder gut. Das wäre so okay. Ja, dann gehen wir in die Battle Phase. Und killen das. Noch eine. Digi, wie viele gute Karten geben die denen denn? Katapultschicke oder Bandit das gleich? Ich kann 1-3 Schaden machen. Wenn das Land nochmal 500. 1-3 Schaden, nett. Ja, wir gewinnen das durch Burn. Ist ein bisschen lächerlich, aber. I mean, was kann ich dafür? Na, opfern wir den hier. Ich meine, so haben wir einen Anime-Schränke nochmal auch gewonnen. Bist du. So, nächsten Zug mal Katapultschildkröte. Game. Wir gewinnen Katapultschildkröte. Ist wie ein Anime. Also, I mean, es ist fair. Okay, ist nicht wie ein Anime. 1-6. Doch wie ein Anime. Dunkle Chimäre. 500 Schaden und jetzt. Katapultschildkröte. Beende das Duell. Oh. Es ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, wir haben gewonnen, lieber Blue. Boah, wir haben einen Zombie drauf bekommen. Stark. So. Jetzt. Die andere Hälfte verloren sehen. Ah, ich spiele gegen Bones. Okay. Und was spielt der? Also, wenn der Zombie-Meister spielt. Ist okay. So. Niemand wird was sagen. Wirklich niemand wird was sagen. Aber Panic? Warum? Mit welcher Begründung? Ich verstehe es nicht. So. Stein. Ey, wir müssen aufhören, Stein zu nehmen. Das funktioniert so nicht. Fängt der immer an? Ich check's nicht, das ist doch Zufall. Leute, schreibt's mal in die Kommentare. Ist das Zufall? Oh Gott, ich bin Joey. Das ist wieder. Kompletter Albtraum. Ich meine 1-7er, ne? Ach, wir fangen an. Shit. I mean. Wir gucken erstmal, was er hat. Ja. I think so. Wir haben Fusionsmöglichkeiten. Ich hab zwar gesagt, es ist fair, wenn er den spielt, aber muss halt trotzdem nicht sein. Was spielen wir denn normale Monster? Was haben wir denn hier? Planschlag. Wir spielen aber Babydrache. Ach komm. Das wird's los. Das sieht schon wieder so aussichtslos aus. Den spielt er, glaube ich, sogar wirklich. Ich glaube, den spielt er sogar wirklich. Von daher cool. Wir können ihn zerstören. Kann das aber wiederholen. Aber wir können einen zerstören, theoretisch.
Schon mal anfangen. Oh. Oh. Wir können nicht nur einen zerstören, wir können auch einen protecten. So, mein Lieber. Es geht in Battle Phase. Angriff. Ich hatte kurz Angst, dass da irgendwas kommt. Aber kommt nicht. Sets one. Und dann. Go for it. Ey, das Kunai kommt jetzt richtig gut. Aktiviere ein oder beide. Beide mache ich natürlich. Ja, komm, gib's mir. Nein, möchte nicht. Called. Ist auch. Ja, guck mal, das ist okay. Das wird da wirklich gespielt. Aber er hätte Handkarte dafür benutzen können. Aber, I mean, ja, egal. Battleface. Kampferöffnung. Ja, ich möchte eine Karte aktivieren. Ich möchte gerne die Karte aktivieren. Auswahl. Beide Effekte. Oh. Ja, ich wollte den nicht in Defense setzen. Aber es ändert nichts. Ich wollte eigentlich einen anderen. Aber ist es egal. So, das ist sogar gut. Ein 1-5er. Ja gut, der kann eine Doppelkill. Ja doch, 1-5er ist gut. 1-5er ist sehr gut. So, jetzt gehen wir hier in die Battle Phase. Wir krüppeln uns hier irgendwas zusammen, aber ist egal. So, der kann nämlich easy den loswerden. Und der wird den los. Und jetzt ist er ganz schön in Bedrohung. Wie eine Pfeilkarte das ganze Duell ändern kann. Also ich habe mich schon hier komplett Game Over gesehen, aber jetzt... Okay. Den spielt der nicht! Was hat er für einen Effekt überhaupt? Oh, Zeitzauber, ist lustig. Warte. Alter. Danke. Wenn die Kategorie beschworen wird, am Spiel für Friedhof gelebt, kannst du Hand ein Monster schon von deinem Deck hinzufügen. Warum denn gleich so übertreiben? Also for real, warum denn gleich übertreiben? Alter. Sehr gut. Eine Fallenkarte kann das Duell ändern. Ein Drache kann das Duell ändern. Okay. Ja, ich habe einfach nur Karten verloren. Okay, ich muss da eigentlich reinrennen. Ah, Flammenschattkämpfer reicht nicht. Nein. Nein. Boah, ist jetzt schwierig. Oh, ich bald die Fusion für Zeitzauberer. Falls wir ein Baby dran ziehen. Cool. Was ist das? Friedhof und die Hand des Todes. der Name. Es klingt einfach so. Ja, wir brauchen eine neue Karte. Friedhof. Ja, und eine Hand. Ja, das ist ein bisschen langweilig. Hand des Todes. Perfekt. Ah, ey, der Drache nimmt mich hier komplett hops. Das ist, ja, ich glaube, es ändert nichts. Ich glaube, es ändert nichts. Ich glaube, wir jetzt mauern. Der Flammenschattkämpfer wird uns hier nicht helfen. Wir müssen dann wieder auf. Ja, das ist ja. Ja, weiß nicht so. Ja, okay. Ja. Gesetzt oder nicht, ist halt irrelevant eigentlich. Ja, jetzt können wir halt Zeitzauber machen. Oder 10 Babydrache. Schade. Ja gut, dann wird es wohl doch nicht der Babydrache. Dann wird's das. Zeitzauberer, hilf mir! Kopf. Ja! Wir sind einfach so ein echter Joey. Wir sind so ein echter Joey. Wir sind so ein echter Joey. Okay, jetzt wäre Flammenschwertkämpfer natürlich stark gewesen, aber egal. Ja, das hätte Flammenschwertkämpfer behalten können. Wäre aber auch mehr Schaden gewesen. Hat so alles seine Vor- und Nachteile. Ja, Digi, 1-9. Ich meine, da hätte Flammenschwertkämpfer halt auch nichts über. Aber wir haben noch eine Chance. So. Was sehen wir? Wir brauchen irgendwas Krasses. Oh, irgendwas Krasses. Das ist gut. Das schauen wir. Das ist sogar echt gut. Schild und Schwert. Oh, das ist ja richtig Anime-Feeling hier. Battle of Phase. 0 Angriffspunkte. Weil Zombies keine Willenskraft haben. Ich finde es auch schade, dass sie die Philosophie nicht weiterverfolgt haben. Also es gibt ja Zombies inzwischen, die auch Verteidigung haben. Wäre halt echt lustig, wenn einfach alle immer durchgehend 0 hätten. Was? Okay, das könnte jetzt gut werden. Noch ein Zeitzauber, okay. Komm, jetzt beschwören wir ihn. Alles richtig gemacht bisher. Alles richtig gemacht. So ein Ding ist das nämlich. Battleface-Angriff. Ah, es war schon richtig irgendwie. Pumpkin. Fair. Hat er gespielt. Ich habe kein Problem, wenn er Karten ruft, die er spielt. Boah, ich bin so im Limit, ne?
1,8, ne? Oh, ärgerlich. Leute. Kopf oder Zahl? Bravo, Ramos. Es ging so gut los. Ja, komm. Wir gehen nochmal rein. So, wir können ja nicht Duell... Wir können die Feuer nicht beenden mit einer Niederlage. Es geht nicht. Okay, das werde ich wahrscheinlich nie durchhalten. Irgendwann wird es sein, dass es eine Niederlage ist. So. Das ist immer Papier. Ja, so ein Ding. So. Ausgenommen. Ich fange als Zweiter an. Jetzt hast du verloren. Easy. Guck mal. Wird ein ganz einfaches Duell jetzt. Ganz einfach, glaube ich. Wir spielen Saku! Wir spielen auch unfaire Karten! Okay, fair. Ja, er kommt gleich mit Zombie-Wäldern. Was ist denn los mit dir? Okay, dann nur 1-3. Boah, Zeit. Wollen wir direkt rein? Ja, komm. Wir wollen das Duell hier ganz schnell wenden. Ganz schnell wenden. Ganz schnell wenden. Wir machen jetzt eigentlich den Yugi jetzt hier. So, Fusion! Ey, wir sind so gut. So, also das kann er jetzt ja erstmal nicht outen. So, und jetzt gehen wir erstmal hier in die Battle Phase. Kloppen wir ja weg hier. Angriff. Den hat auch wirklich gespielt übrigens. Angriff. Wir haben den nicht gespielt, glaube ich. FS2. Set. Set. So. Wie willst du gewinnen? Hä? Wie? 4 Karten gegen 4 Karten. So. Ja, Zombie wird 10, aber nicht. So. Endphase. Sehr schön. Richtige Wahl. Richtige Wahl. Boah, übertreib? Ist hier richtig gut? Nein, wir möchten keinen Effekt aktivieren. Angriff. Nein, keinen. Angriff. Nein, wir wollen immer noch keinen Cut aktivieren. So, Mainphase 2. Alter, gar keine Chance. Eben hin und her. Jetzt so unspektakuläre Zerstörung. Hm. So, was willst du machen, hä? Was willst du machen, mein Lieber? Ja, ich spiele gerade später, ne? Mir egal, ich aktiviere meine Fallenkarte! Okay, wahrscheinlich schon. Ich dachte wirklich... Ja, egal, wir haben illegale Voltäter und braucht kein Mensch. Battleface, Angriff! Woo! Ja, okay, Leute. Das war jetzt ein bisschen schnell, aber... Ich habe gesagt, wir wollen die Folge nicht... Oh, wir können Zombie-Welt. Wir wollen die Folge nicht beenden mit eben einer Lost. Und Leute, das nächste ist einfach Yugi gegen Kaibi, das legendäre Duell. Er wird uns die Bürger Ultra darauf versuchen zu rufen. Wir müssen fusionieren mit Mammutfriedhof und Pfeil. Nein. Mal gucken. Ich bin gespannt, wie das Duell wird. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein legendäres Duell, womit man definitiv anfangen kann nächste Folge. Bedeutet also... Leute, das war's erstmal für heute, beziehungsweise für diese Folge. Ich hoffe natürlich, das Ganze hat euch wie immer gefallen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und wie immer natürlich viel Spaß beim Duellieren.